Hallo, mein Name ist Maya und willkommen in meiner nächsten Folge Moment mal. Ich wollte euch heute über die Dativpräpositionen erzählen. Die wichtigsten, die Sie sich unbedingt merken sollten, sind mit, nach, aus, ab, von, zu, beiseite. Ihr könnt natürlich versuchen, daraus ein Reim oder ein Gedicht zu machen. Dadurch könnt ihr das viel leichter, besser und einfacher merken. Wie zum Beispiel mit, nach, aus, ab, von, zu, beiseite. Hier sind ein paar Beispiele. Ich fahre jeden Morgen mit dem Bus. Nach der Schule mache ich die Hausaufgaben. Peter kommt aus der Schweiz. Ab nächster Woche haben wir Ferien. Vom Bahnhof fahre ich nach Hause. Ich gehe heute zu meiner Oma. Anna war gestern beim Arzt. Er lernt seit einem Jahr Deutsch. Mit folgenden Präpositionen braucht man immer Dativ. Egal, ob das Verb eine Bewegung oder keine Bewegung ausdrückt. Dann ist noch eine Sache, was ihr sich unbedingt merken solltet. Man sagt nicht zu dem, sondern zum. Ich gehe zum Arzt. Und man sagt nicht zu der, sondern zur. Ich gehe zur Schule. Genauso mit bei dem und von dem. Ich bin beim Friseur und ich komme vom Supermarkt. Wenn es euch gefallen hat, bitte unbedingt liken und abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!